warum Das, hat er, Michael das, Jackson, erklärt, das erklärt so einiges. warum kann Michael Jackson vom Berg springen und kein Fallschaden bekommen? Das ist ja auch gern. Warum kann er dann von Medizin sterben? Ja, Aber wenn er was soll ich doof denn? ist. Wieso, erst sagst du gerade, er kriegt keinen Fallschaden, jetzt sagst du, dass er von Medizin sterben kann. Was laberst du? Wegen dem Arztskandal. Spawn Penis für Cheyenne, oh mein Gott. Fabian, das war extra für dich. Oder Cheyenne. Okay. Nennen. Ja, sowas kann ich, nein, das kann ich nicht schreiben. Spawn Gott, your Mama in your face. Was ich schreiben wollte, kann ich einfach nicht bringen, das wäre zu gemein. Ja, das wäre böse. Ja, das kann ich nicht bringen. Lara, juhu, ich spring da rein. In your face. In your face. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Na, endlich. Maurice, wir haben im Dschungel jetzt eine Höhle. Juhu. Ja. Oh, ich bin den Dschungel irgendwie nicht. Der ist voll cool. Weil du ein Lappen bist. Wie lange bist du denn in die Richtung gelaufen? Wie lange? Hier sind Zombies, ne? Wir müssen die gleich wieder bekämpfen. Also jetzt alle im Dschungel? Ja. Keks, alle drei Diamanten. Nein, du hast dich versucht, in einer Lava auszuziehen. Ich gehe mich jetzt suiziden. Wenn man extra in die Lava springt. Fabian, erinnerst du dich noch an dein Lied? Justin Bieber, Fabian. Das ist geil. Jetzt sind die drei Diamanten endgültig weg. Nein, ich sterbe, ich verhungere, nein! Leute, mich bleibt Spider-Man an. Nein, ich verhungere. Doch nicht. Yeah! Like a boss. Kann nicht mehr sterben. Ich bin unsterblich. Ich bin in der Lava und sterbe nicht. Like a boss, ich bin nicht verhungert. Du bist einfach verhungert? Woohoo. Nein, ich bin nicht verhungert. Ich wagge richtig rum. Ich wagge richtig rum. Ja, ich lebe. Weiter geht's. Ich hab einen normalen Wald. Voll. Ey, Schimmel, ich hab einen normalen Wald gefunden. Also, heute epischste Aufnahme ever, heute. Ja, heute sind mal alle dabei. Wieso brennt Erde nicht? Ich connecte mich mal neu auf den Server, ich kann keine Kisten aufmachen. Keks, ja, alter Keks, ist der Schimmel, schaust du dir heimlich Pornos an? So was tue ich. Ja, darf er nicht. So etwas. Nur weil du es nicht kannst? Ich kann es wohl. Ja, kannst, darfst du nicht, haha, du Lappen. Nee, und er verträgt es nicht. Und Pedobär. Ja, das ist schon peinlich, wenn man von den Eltern erwischt wird, ne? Wer lässt sich denn schon erwischen? Ja, ich kenne ja so einen. Ja, er sieht sein Name fängt mit K an und hört mit Kartoffel auf. Nee, also ja auch, aber das weiß ich nicht. Nein, ich lasse mich von den Eltern erwischen, ey. Ja, ich habe hier gerade einen schönen Umschlag vor mir liegen, da steht 9 MP drauf. Mama, Papa, ich musste mir eine von der Palme wedeln, okay? What the? Wieso sind hier so viele Creeper? Warum? Hat jemand einen behinderten Mob oder so gemacht? Ich habe nur einen Sumpf gefunden, ich weiß nicht, was ich machen soll. Alter, die gehen mir voll auf den Senker hier. Ich glaube langsam, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, oder? Die gehen mir alle auf den Hodensack irgendwie, ey. Auf meine Schimmel, kann es sein, dass du irgendwann nach links oder rechts abgebogen bist und nicht keine die ganze Ahnung. Zeit in die gleiche Richtung? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich hab mich verirrt, Leute. Was soll ich? Weil ich hab grad so ein Depp durch die Gegend und hab bald kein Maurice? Essen mehr. Ja? Willst du auch in die Höhle? Ich bin gerade hier das Baumhaus am Bauen. Achso, ja, okay, dann machen wir hier halt Arbeit teilen. So. Minecraftische Gastarbeiter. Aus Russland. Ich hab Eisen, das ist sehr aus gut. Aus Russland und Peru, heute die Gastarbeiter. Was, wer ist aus Peru? Kartoffel, du bist aus Peru, glaube ich nicht. Du hörst dich viel zu deutsch an. Hä, wie kommt jetzt auf Peru, nur mal so? Wir haben gerade Peru gesagt. Ach Fabian, du kommst aus Peru. Ja, du kennst ihn schon länger als ich und ich weiß mehr über ihn. Nee, ich hab grad gedacht, du meintest. Er kommt aus der Ukraine. Ja, der Vater kommt aus Ukraine. Den ganzen Abfall könnt ihr in Schimmels Kiste tun, in Kartoffels Kiste tun, also so. Was? Den ganzen Abfall könnt ihr alle in Kartoffels Kiste tun. Das ist dein Mittagessen.
So, wir sind die Diamanten und so, die brauchen wir ja alle nicht abfallen. Wir sind heute so fies, oder? Heute haben wir irgendwie voll den Diss-Tag. Wieso seid ihr so leise? Ich drehe hier gleich durch. Lautstärke-Mixer. Lautsprecher? Nochmal rohes Hähnchenfleisch. Ich verstehe nicht, warum wir Hähnchen im Schneebiom überleben können und ich nicht. Weil sie klüger sind als du. Ja, kennt ihr die Evil Chicken? Ja. Evil Chicken Party. An die Theorie glaube ich sogar. Weißt du noch, als wir neu, Schimmel, weißt du noch, als wir neu in Minecraft ganz neu gespielt haben, ganz am Anfang, und ich mir dann irgendwie so Tutorials angeguckt habe und nicht wusste, wie man die Monster ausschaltet und wir uns immer so ganz kleine Erdhöhlen gebaut haben und uns da drin immer versteckt haben. Das Witzigste, was ich fand, das erste Haus, wo Kartoffel super glücklich war, er hatte eine zweistöckige kleine Höhle mit einem Fenster oben dran und mit einer Leiter. Und dann hat er gesagt, guck mal, was für eine geile Höhle ich hab. Und wir alle dann, weil wir alle neu bei Minecraft waren, Alter, wie geil ist die denn? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab mir mal die Mühe gemacht, ich hatte ein Haus gebaut und habe ich einen Lava-Burg-Rahmen drumherum gebaut. Oh, das ist so Fledermaus. Dann hab ich mich mit all meiner ganzen Diamantrüstung auf ein Schwein gesetzt und musste reiten, dann ist es in die Lava gerannt. Okay. Ich vermesse meine Rüstung. Schweine sollten eigentlich nicht so doof sein. Deswegen gibt es ja extra jetzt die Routen dafür, damit man die kontrollieren kann beim Reiten. Ja, aber das ist doch so unnötig. Warum brauchst du mit den Schweinen? Ja, das Reittier. Ich meine, die könnten irgendwas Sinnvolles. Ich wenn das wenigstens so schneller wäre als du, also wenn das Schwein irgendwie dir mehr Tempo geben würde, aber das macht nicht. Das ist. Ein bisschen schneller ja, ist es, glaube ich, sogar. Das ist minimal schneller, aber das. Sinnvoller wäre so. Aber das ist doch witziger als zu laufen, oder? Ja, aber das verliert irgendwann an Reiz. Aber das ist witziger als laufen. Das ist bequemer. Du musst doch eh nicht laufen, du musst nur eine Taste runterdrücken. Kennt ihr Industrial Craft? Nein. Ja, das ist witzig. Boah, das sollten die mal wirklich einführen. Das ist so ein Hammer-Mod, ey. Boah. Was ist das denn für ein Mod? Was implementiert der? Das ist wahrscheinlich dasselbe wie Wildcraft, oder? Nee, Wildcraft ist, wenn man die beiden benutzt, dann hast du das ultimative Kombi-Mod-Pack. Weil, Industrial Craft ist, du bringst Elektrizität ins Spiel. Elektrizität. Ich hab mir kurz ein Tacket mal drauf installiert. Ich musste mir extra 41 Mods holen. Aber diese riesen Mods sind so anstrengend zu installieren, diese Industrial Craft und Bulk Craft. Das ist alles so kompliziert. Gott, ich verbrachte manchmal so eine Stunde, zwei Stunden an einem Mod, weil der immer abgekackt ist, wegen irgendwas. Ja, da musst du halt immer gucken, ob der Mod sich mit dem verträgt und so, richtig scheiße. Ja. Aber meistens hatte ich Glück, aber ja, mein Lieblingsmod ist immer noch so ein Waffenmod, der ist der coolste. Der Modern Warfare, ne? Nein, wo es AK-47 gibt. Nee, der heißt. Was für AK-47? Nee, verdammt, wie heißt der nochmal? Der ist voll cool. SDK Gun Mod, ja. Ja, das ist der Modern Warfare Mod, ist das Update für 1.4 und 1.3 für den Mod. Meinst du für den SDK Mod? Mhm. Ach so, das ist cool. Das heißt, boah, ich noch. Das ist so Hammer einfach, aber Buildcraft ist so anstrengend, du musst da, um irgendwie eine Energiequelle zu machen, musst du da ständig Öl finden. Du musst da ständig Sachen machen und Eisen und sowas, und das braucht so viel, bis du da was halbwegs Normales hast. Solarzellen waren meine Lieblingsenergiespender. Wenn man im Survival zockt, macht das aber richtig Fun, wenn du siehst, ich habe jetzt meine erste richtige Stromversorgung und so. Ja. Das ist. Ich hatte irgendwie so eine Solarzelle, ne, und da habe ich einen elektrischen Ofen gemacht. Ich war da so happy, weil man da keine Kohle braucht. Du brauchst ja nichts zu machen. Du steckst einfach die Sachen rein und die sind in wenigen Sekunden fertig. Also viel schneller als mit diesen Steinofen. Das spart echt Zeit. Und die führen mir solche Schweinerouten an. Was ist das für ein Sinn, ey? Das ist voll Bullshit. Statt solche Zukunftsdinger reinzuführen oder so Portale, das ist viel cooler. Ich hatte echt oder sie sollten dagegen, endlich oder sie sollten mal NPCs einbauen, die wirklich ein Gehirn haben. Ich meine, wir sind komische kleine Testificates, die eine komische Nase haben und die, ihr uns Smaragde gibt, dass wir euch Fisch ins Gesicht werfen. Bitte nach ihnen, Mr. Thaddeus. Aha. Sieht aus wie Thaddeus.
Mein Baumhaus, komm zurück, Himmelssturm, ich warte auf dich. Ja, ich bin ja, ich sammle aber passt das Kohle Mittagessen? Du musst noch Abendessen, es wird gleich kalt. Ja, sorry, Moment. Bring das Essen mit, ich hab nix. Das es Essen wird nicht kalt, ich hol dir dein Abendessen. Bring was mit, ich hab nix. Ich hab doch das Essen in die Truhe getan, oder? Bring was von der Bude mit. Hey, ich hab das doch in die Truhe getan. Ja, ich esse jetzt das ganze verschimmelte Fleisch alleine auf. Hast du davon? Wieso verschimmelt? Ich hab doch Hühnchen lecker, und sowas reingetan. Egal, ich hab verschimmeltes Fleisch gegessen. Das ist viel nahrhafter. Cool. Ach, das ist Steak sogar. Geil. Sieht aus wie verschimmeltes Fleisch. Jetzt du hast du Pech gehabt. Hast du Pech gehabt. Habt ihr bei euch ein Bett? Nein. Ja. Wir haben kein Bett. Wir haben ein Doppelbett. Wir haben Schafe. Nein, seid ihr? Wir könnten die Nacht überspringen, wenn ihr weggeht. Ja, ich Schafe, hab... Himmelssturm, hast du Eisen? Also, ich und Schimmel haben ein Doppelbett. Oh mein Gott! Seit wann haben wir denn geheiratet? Schimmel will das jetzt nur nicht zugeben, er hat Spaß dran. Was laberst du, Mann? Ja, ich habe keinen Nein gehört. Oh, klar. Ach, das ist der Dschungel. Ach, das ist der gleiche Dschungel. Ich depp. Ich bin mal gespannt, was wir uns alles anhören, wenn ich das morgen hochlade. Ja. Dann dürfen wir uns so viel anhören. Von den Leuten, die das gucken. Ja, die haben, glaube ich, echt Langeweile. Ich hab den Dschungel gefunden. Ich bin am Anfang vom Dschungel. Wo seid ihr? Folge dem Licht. Wenn bei dir drei Spinnen, drei Skelette, ein Zombie mit einem Helm, ein Creeper und noch ein Zombie rumhängen, nebenan so ein riesiges Ödland, dann bist du richtig. Also, mein Spiel hat einen epileptischen Anfall. Wenn du das Baumhaus nicht findest, dann bist du blind. Wenn du in der Nähe bist. Maurice. Scheiße. Stimmt. Ja, sag einfach. Mach doch einfach ganz oben am Haus eine Lichtquelle. Ich finde kein Baumhaus. Also so ein Riesen, nicht Riesen, einfach eine Fackel, die man sieht. Aber man sieht das eigentlich. Bist du in der Nähe? Nee, ich bin gerade in der Höhle. Ich war beim Ödland. Ich sehe da einen richtig fetten Steinberg. Wenn du Eisen hast, dann bring mit, damit wir Dings Schere bauen können. Achso, okay, dann bringe ich das. Ich hab nur Essen richtig viel. Okay. Ich habe 7 Eisen jetzt. Nein, ich habe jetzt 11 Eisen, ja. Und 64 und 3x 64 Kohle. In welcher Version haben wir eigentlich mit dem Let's Play angefangen? Ich glaube 1.5 oder so. Von über 3 Versionen schon. 1.5? 1.5, ja. 1.5 ist gar nicht draußen. Oh, Beta. Ach so, Beta. Ich war bei der Beta 1.3 und dann war 1.9 Beta und danach kam 1.0. Dann war Finish. Maurice, ich habe 2 Scheren gemacht, ne? Wo bist du überhaupt? Ich komme jetzt. Ich komme. Oh, scheiße. Ich gehe jetzt hunten. Ich komme gleich in das Baum. Ich will meine Erfahrung haben. Könnt ihr euch irgendwo verteilen, weil ich finde euch nicht. Seid ihr mitten in dem Dschungel oder? Nein, ganz am Rand. Unser Haus hier ganz am Rand. Das musst du eigentlich sehen, wenn du in der Nähe bist. Ja, dann laufe ich einmal drumherum um den Dschungel. Nein, bist du bekloppt, Junge? Der ist groß, glaube ich, oder? Ja, das dauert ein bisschen. Ich habe eine Diamant. Ich habe eine halbe Eisenrüstung. Das Haus kann man doch nicht übersehen. Diamant. Und hast du es gesehen? Ist größer geworden, ne? Ja, das ist größer. Oh, da ist viel Hallöchen. Springe Essen. Komm hoch! Ja, das tue ich. Komm endlich! Ich kann nicht mehr so lange. Unter dem Baumhaus ist eine Spinne, unter dem Baumhaus. Wo denn sonst? Müsst mal außen drum ein bisschen gucken, ne? Dass ihr mich seht. Bist du durch den Ozean geschwommen? Nein. Schick mal irgendwelche Suchtrupps oder tippet mich einfach. Nein. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das der richtige Dschungel ist. Tja. Da hinten ist ein Eisbiom. Ach, nicht, ne? Komm mal hoch, gehen wir in den zweiten Stock. Da ist Wüste. Schon wieder. Guck. Komm. Schickt mal irgendwelche Suchtrupps, dass ihr auf irgendwelche Bäume klettert oder so, die so 3 Bäume entfernt sind. Schön, ne?
Okay, ich gehe dich jetzt suchen. Ja, das sieht schon gut aus. Ich suche dich jetzt, ne? Apfel. Ja, aber pass auf, dass du nicht krepierst. Ich und sterben. Noch. Oh. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Oh, schon fast anderthalb Stunden. Wenn ich nix. Alter, da sind vier Creeper auf einmal. Wir nehmen schon mal eine Stunde auf. Oh, das ist ein Tempel. Das ist ein Tempel? Ich hab einen Tempel gefunden. Tempel! Ich erforsche ihn, ne? Allein. Mhm. Was machen wir jetzt, mein Sturm? Sollen wir dann. Ich geh ein bisschen den. Oh, ich bleib ein Monster an. Ich durchforste mal ein bisschen den Wald. Alter, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Monsterparty. Monster. Oh, was, wow, what the Alter. Fuck? Das ist der Monster Sleepover. Oh, hier. Das hat jetzt Schimmel gesagt, nicht ich. Ich hab nur Sleepover gesagt. Ja, Sleepover. Sleep. Nur Sleep. Okay, nur Sleep. Fall. Sleep together, ne? Sleep together. Lol, hier ist ein Schalterrätsel. Maurice, ich baue weiter die Höhle aus, ne, damit... Hi, Zombie. Die sieht voll cool aus, die Höhle. Gefällt mir Gustav. Ich kenn doch Daisy, ne? Die Zombies bewegen sich genauso schnell, die teleportieren sich irgendwie hier. Voll seltsam. Das heißt DayZ. Das ist, weil der Server laggt. Was heißt DayZ? Daisy. Ich nenne das Daisy. Weil ich das aufregt. Ja, weil ich das auch nicht nehme, Daisy spricht sie irgendwie. Daisy, das heißt. Oh, kennt ihr Daisy aus Disney? Ich hab deine Höhle gefunden, ne? Boah, ich dachte, wo ist die? Ach, ich hab mit Fackeln den Weg markiert. Ja, ich seh die, die kann man nicht übersehen. Also, oh, ja, hab ich ein bisschen Pfeile, was ist in der Truhe? Ich geh ein bisschen den Dschungel. Ich hab 4 Goldbarren, 5 verrücktes Schwein und 2 Eisen. Ich hab das Zeug für die Schere, ne? Maurice, du hast aufgehört, Fackeln zu legen. Ach, da, es geht weiter. Ich geh ein bisschen hier den Dschungel erkunden. Ach, das gefällt mir hier nicht, wie das hier aussieht. Wir brauchen das jetzt viel nicer. Was gefällt dir nicht? So, den Tempel, den könnte man später noch abbauen. Aus was ist der gebaut? Ja, aus Moosstein. Ich bin hier so Moosstein. An der Kante. Nimm das, du Creeper Patch, haha. In your Maurice? Face, man. Ja. Yeah. Da sind ganz viele Piggies. What the fuck? Er war gerade fett aufgebläht. Er hat nicht genug Activia zu sich genommen. Jetzt wissen wir auch, warum die Creeper alle explodieren. Sie essen alle keine Activia. Dann kommen sie in den billigen Creeper-Himmel. Keiner isst Activia. Alle sind zu geizig für Activia. Ich frag mich, was... Und ein Creeper hat sich angeschlichen. Wohin die Creeper kommen, wenn die sterben? In den Creeper-Himmel, wo sie den ganzen Tag lang explodieren können. Ja, wo die nicht mehr explodieren können. Ja, aber das ist doch... Ich würde jetzt eigentlich etwas sagen, aber das würde auch meine Religion... Ich muss leider auch nicht. Bevor du dich verabschiedest, ich wollte gerade etwas sagen, das würde aber leider deine Religion beleidigen, also sage ich es nicht. Wann beenden wir endlich die Aufnahme? Wir können aufhören, sobald ich im Haus zurück bin. Okay, dann sehen wir uns. Ne, Leute, ciao. Ciao. Oh. Okay. Hau rein. Irgendwie. Ja, das war... Ich bin übrigens an einer Stelle, wo ein Riss in der Welt ist, weil das sich bei mir nicht generiert und ich stehe in diesem Riss drin und ich falle immer runter und werde dann wieder nach oben teleportiert und ich kann mich nicht raus. Ich renne gerade um den gesamten Dschungel rum. Um den gesamten Dschungel. Ich renne zurück ins Haus. Dann beende ich die Aufnahme. Nein! Okay. Ich muss erstmal das Haus finden. Das sieht man aber echt gut. Lass mich nochmal ein bisschen weiterlaufen. So, gleich sind wir da, bin ich da. Ich kletter jetzt noch die Leiter hoch. Ich kann übrigens, ich stecke fest, ne? Also ich. Ja, beim nächsten Mal kommst du normal wieder. Also, das war's mit unserer ersten Vierer-Session und dann sagen wir... Warte, ich bin euch bestimmt gleich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Du hast